Ja, wir können uns gerne mal so ein PV-Modul bzw. Photovoltaik-Modul in der Realität angucken. Wir konzentrieren uns auf die kristallinen PV-Module, so wie das auch bei diesem Modul der Fall ist. Wir haben zentral die Zellen, die bestehen aus einem dotierten Halbleitermaterial. Und wenn jetzt hier Sonneneinstrahlung auf die Zellen eintrifft, können Elektronen aus dem Material ausgelöst werden und über diese Leiterbahn dann gesammelt werden und zum Verbraucher geführt werden. Wir haben hinten dann entsprechend auch noch eine Anschlussdose, mit dem dann die Module verkabelt werden und auch an den Wechselrichter angeschlossen werden. Diese einzelnen Zellen sind dann erstmal überhaupt in Reihe geschaltet und werden dann in das Verkapselungsmaterial eingebettet. Da haben wir in der Mitte einmal einen Kunststoff, außen haben wir dann ein Glas auf der Vorderseite und auf der Rückseite entweder auch ein Glas oder eine Kunststofffolie, die die Rückseite dann bildet. Und gerade bei den Glasfolienmodulen ist es wichtig, dass wir noch eine zusätzliche Unterstützung durch den Rahmen haben, der dann für mechanische Stabilität sorgt und das Modul auch nochmal außen insgesamt abschließt.